herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel der Tölzer Löwen gegen den EHC Waldkreiburg. Erstmal noch ein gutes neues Jahr an alle und alles Gute zum Geburtstag an den Bene Huss, der da hinten immer rumschleicht. Vor 1053 Zuschauern haben wir einen 4:2 Sieg der Tölzer Löwen gesehen. Ich begrüße die beiden Trainer, den Rainer Servis vom EHC Waldkreiburg und den Axel Kammerer von den Tölzer Löwen. Ich darf Sie gleich um Ihre Einschätzung vom Spiel bitten. Erstmal schönen guten Abend und herzlichen Glückwunsch an Axel, an die 3 Punkte. Gut, wir haben bis zum Schluss ein offenes Spiel gesehen, wobei Tölz natürlich deutlich mehr Spielanteile gehabt hat. Das ist klar, weil die Läufer und Spieler deutlich stärker sind wie wir. Wir haben es trotzdem defensiv, glaube ich, nicht schlecht gemacht bis zum Schluss. Und gut, wenn man Torwart rausholt, dann geht man halt das Risiko ein. Dann haben wir noch das 4:2 gekriegt. Aber ja, ich kann dieser Mannschaft jetzt überhaupt keinen Vorwurf machen. Die haben wirklich bis zum Schluss alles probiert. Und letztendlich, gut, waren die 3 Punkte doch verdient an Tölz, weil sie halt mehr vom Spiel gehabt haben. Danke. Ja, was sagst du zum Spiel? Ja, guten Abend. Ich bin maximal zufrieden, weil Zufriedenheit ist immer eine Frage der Erwartungshaltung. Und ich habe es eigentlich genauso erwartet heute, das Spiel. Und wir haben es letztendlich, so ist es auch gelaufen, wir haben es auch gewonnen. Wir haben ja eine sehr gut organisierte Mannschaft, die gestützt auf einen überragenden Torhüter hat und die auf sehr geschickt auf Konter spielen. Wir sind im ersten Drittel gleich in 2 Konter reingelaufen. Und schon waren wir 2-1 hinten, obwohl wir eigentlich wirklich in der Phase eigentlich gut gespielt haben. Wir haben gute Torchancen gehabt, wir haben die Scheibe sehr flüssig bewegt, haben auch uns selber gut bewegt und waren eigentlich paradoxerweise 2-1 hinten. Und da hat man gesehen, welche Gefährlichkeit dieses Waldkreiburg auch hat. Also die spielen sehr geschickt, oder vor allem gegen uns immer sehr geschickt. Und dann im zweiten Drittel haben wir uns halt, ja, das war dann vielleicht dann nicht mehr so schön, aber wir haben gekämpft und haben halt dann das Spiel, haben das Drittel gewonnen, 2-0 gewonnen, das Spiel gedreht. Und im letzten, ja, haben wir es halt irgendwo, ich weiß nicht, irgendwo, wir haben es halt dann letztendlich heimgebracht und das war das Wichtigste, letztendlich zählt der Sieg. Und deshalb bin ich wirklich froh, dass wir eben 3 Punkte geholt haben. Wir haben auch heute einige Umstellungen machen müssen, aber trotzdem, also ich bin zufrieden. Und wie schon gesagt, also Waldkreiburg ist einfach nicht einfach zu spielen. Und deshalb passt es. Das war jetzt das zweite Spiel in Folge, das ihr gedreht habt. Kannst du ein bisschen sagen, was du so in der Kabine dann zu den Burschen sagst, wenn ihr hinwitzt? Schätze ein paar Tore, damit sind wir dabei. Also, so einfach ist das doch nicht. Ah, nein. Letztendlich ist auch nicht so viel gefehlt. Wir haben halt nicht so den totalen, wir haben überlegen gespielt, aber wir haben nicht den totalen Biss vorm Tor letztendlich gehabt. Also wir haben, du musst halt auch dahin gehen, was wehtut, und du musst halt auch, die Schussqualität muss halt auch besser sein. Das hat uns eigentlich gefehlt. Wir haben ja im ersten Drittel eigentlich bis zum Tor haben wir gar nicht so schlecht gespielt. Und ja, und das war der Hauptpunkt letztendlich, und dass wir halt aufpassen müssen, dass wir nicht so in den Konter laufen. Eine Frage noch an den Gästetrainer. Es gab 4,5 Minuten vor Ende eine Strafe gegen Tölz. Sie haben aber trotzdem dann erst später die Auszeit genommen und den Torwart, haben Sie da vorher auch mal drüber nachgedacht, den Torwart runterzunehmen? Also bei 4 Minuten Verschluss habe ich noch nicht drüber nachgedacht, aber dann natürlich bei einer 1,40 glaube ich war noch zu spielen. Dann muss natürlich volles Risiko gehen, aber vorher bei 4, weiß ich nicht, wann die Strafzeit war, aber bei 4 Minuten war es mir doch ein bisschen zu gefährlich. Gibt's Fragen? Axel, du hast die Umstellungen angesprochen. Unter anderem hat der Julian Connelly heute ersten Block gespielt. In seinem Alter natürlich auch hohe Verantwortung als Vertreter von Jordan Baker. Er war beim zweiten Tor natürlich irgendwie mit dem Scheibenverlust ein bisschen beteiligt. Aber wie siehst du seine Leistung generell jetzt im sogenannten Paradeblock? Ja, man muss ja da erst mal reinwachsen. So ganz einfach ist das halt immer, mit mehr Verantwortung letztendlich zu spielen. Aber in der Kabine wird auch immer ein spezieller Preis an den wertvollsten Spieler der Mannschaft übergeben und vergeben. Er hat heute Ehre gewonnen. Also die Teamkollegen waren alle sehr zufrieden mit seiner Leistung. Der Trainer auch.
Gut, dann war es das schon wieder. Dann, denn das nächste Spiel ist schon am Dienstag, das Nachholspiel gegen Schönheide um 19.30 Uhr hier in der Arena. Unseren Gästen wünsche ich einen guten Nachhauseweg. Hoffe, dass wir uns alle wieder sehen am Dienstag. Bis dahin.